Ich werde immer wieder gefragt, Bodo, was hältst du eigentlich von der 4-Tage-Woche für Angestellte? Meine Antwort ist völlig klar. Überhaupt nichts. Gar nichts für Leute, die damit nicht umgehen können. Und ganz viel für Leute, die damit umgehen können. Ich will dir ein Beispiel geben. Meine Sekretärin ist die weltbeste Sekretärin. Arbeitet 3 Tage die Woche, macht in den 3 Tagen locker, also ganz locker, das Arbeitspensum von 5 Vollzeitleuten. 5, lass das mal sacken. Wenn ich der sage, arbeite jetzt noch einen Tag, dann guckt die mich an und sagt, warum soll ich das tun? Ich habe doch alles erledigt. Die hat sogar noch Zeit in den 3 Tagen. Die setzt meine Notarverträge auf, die setzt meine Geschäftsführeranstellungsverträge auf, die macht alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, alles. Dann gibt es Mitarbeiter, wenn die eine 4-Tage-Woche hätten, dann würdest du sie praktisch um das berauben, was sie bräuchten, um zu funktionieren, nämlich Disziplin. Also es gibt Menschen, davon bin ich fest überzeugt, da können wir gerne kontrovers drüber diskutieren, die können damit nicht umgehen. Die würden dann einfach nicht richtig funktionieren. Es gibt Menschen, die brauchen die 5-Tage-Woche, um die Disziplin zu üben, die sie brauchen. Aber wenn jemand sein Leben im Griff hat, wenn jemand arbeiten kann, dann finde ich, ist eine 4-Tage-Woche eine absolute Belohnung, die auch angemessen ist und die ist für beide Seiten gut. Natürlich bezahle ich die Leute übrigens auch entsprechend, fürstlich, und das ist auch nur angemessen. Für mich ist ganz klar, niemand ist besser, wenn er 5 Tage arbeitet, außer er braucht. Ich möchte aber noch eine Anmerkung geben, was man durchdenken sollte. Ich habe ganz oft gesehen, dass wenn jemand für 8 Stunden angestellt ist am Tag oder jemand für 5 Stunden, dass der in den 5 Stunden in etwa genau dasselbe leistet, wie der 8 Stunden arbeitet. Ich glaube, dass es für einen Unternehmer immer ein guter Schachzug sein kann, jemanden einzustellen für 5 Stunden statt für 8. Und für den Angestellten auch, weil der nämlich dann einen zweiten Job machen könnte oder eine Selbstständigkeit nebenher, wenn er den möchte. Mich interessiert, wie du deine Woche einteilst. Gib sie mir doch in den Kommentaren, deine Einteilung, damit wir da auch ein bisschen drüber sprechen können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da gegenseitig inspirieren.